Hallo liebe Leute, hier ist der alte Mann und heute fahre ich mal mit meinem ARP-Schiff, der Kirishma, auf der Mappe Big Race. Also praktisch ein japanisch designtes, eine japanisch designte Kongo. Und ich fahre die ganz gerne. Wir sehen hier, wir sind High-Tier. Und was gut ist für dieses Schiff ist, wir haben keine Flugzeugträger, weil die AA von dem Schiff, die ist nicht so besonders. Also ab und zu, wenn wir da ein, zwei Flugzeugträger haben im Gegnerteam, dann sterbe ich auch sehr schnell mit dem Schiff. Ich möchte euch mal zeigen, wie ich dieses Schiff fahre, wie ich die Kongo fahre. Also ich orientiere mich hier. Immer wenn ich auf dieser Karte bin und im Norden, dann orientiere ich mich da Richtung Osten und fahre aber nicht durch bis zum Ende, sondern ich variiere den Speed, halte an, fahre vorwärts, fahre rückwärts und kann so sehr schön die Feinde vor mir und neben mir, also die rechts von mir sind, die kann ich ja sehr schön bekämpfen. Jetzt habe ich die Texas schon mal angeschossen da. Bisschen. Jetzt gucke ich nach rechts. Ich tue die Geschwindigkeit wieder schon, also schon runtersetzen. Und dadurch, dass ich da permanent meine Geschwindigkeit ändere, treffen die mich auch nicht. Oder die treffen mich sehr schwer nur. Ja, ich bin zu vielen Schiffen bin ich angewinkelt, aber rechts. Die Schiffe rechts von mir, die könnten mir halt Breitseiten verpassen. Aber die müssen mich erstmal treffen. Ja, ich habe jetzt meine erste Zitadelle gemacht an der Omaha. Sehr schön. Und ich suche mir immer meine Gegner aus. Also während dieser Ladezeit von den Kanonen. Dann suche ich mir immer ein Schiff aus, was gerade Breitseite zu mir fährt. Diese AAP Kongo da vorne. Und versuche die zu treffen. Und wie man sieht, die wollen mich auch treffen, aber die haben halt Probleme, meine Geschwindigkeit oder meine Fahrtrichtung richtig zu erkennen. Und das ist der Grund, warum das funktioniert. Ich kann ja nicht einfach immer geradeaus fahren und dann komme ich da oben in die Ecke rein und bin viel zu nah am Gegner und sterbe dann. Ja, also ich finde, diese Taktik funktioniert recht gut, dass wir am Anfang immer so einen gewissen Abstand halten und unseren Schaden machen. Ich habe hier. Da gibt es ja für jedes Schiff gibt es ja ein eigenes Madel. Und da mache ich was also, naja, viele finden oder manche finden das nicht richtig. Ich nehme für alle ARP-Schiffe nur einen Kapitän, also nur einen Madel. Und dadurch habe ich halt auch einen gut ausgebildeten Kapitän. Weil ich halt auf allen Schiffen nur einen Kapitän hochlevele. Ja, wie man sieht, also ich suche mir meine Breitseitenschiffe aus. Der hat mir jetzt nicht gefallen. Aber die Texas da vorne, ne, die können wir ja mal versuchen. Das Problem, also auf dem Tier hier, Tier 5 mit der AP Kongo ist das Arrangé, die Streuung von den Kanonen. Also manchmal trifft man damit sehr wunderbar, aber manchmal dann gehen auch alle Geschosse rund um das Gegnerschiff rum. Aber damit muss man halt leben. Das gleiche Problem haben ja die anderen Schiffe auch. Ich fahre jetzt schon wieder zurück. Ich mache aber einen kleinen Fehler. Ich zeige viel zu viel Breitseite hier im Augenblick. Also das hätte ich besser machen können. Ich hätte jetzt in meinen Hintern nach rechts rumschieben sollen.
Ja, damit ich dir dann nicht so viel Breitseite zu denen zeige. Na, jetzt suche ich mir wieder einen aus. Die Wyoming, die bietet sich ja an. Man muss, um das zu machen, natürlich die Geschwindigkeiten von den Schiffen kennen und den Rauch am Schornstein von oben beobachten. Also die Wyoming, die fährt zur halbe Kraft. Ja. Die Texas da hinten, da vor mir, die hat genau das gemacht, was falsch ist. Das heißt, die ist immer geradeaus gefahren, volle Kraft, und irgendwann kann die halt nicht mehr weg da. Nee, die muss halt jetzt auf mich zufahren ich kann mir eigentlich aussuchen, wo ich jetzt noch hinfahre. Die Texas nicht mehr. Ja, die ignoriere ich jetzt auch, die kann mir auch nicht viel antun, weil ich stehe mit der Front zu der, die könnte mir eventuell einen Turm rausnehmen, aber dann repariere ich das nicht. Versuchen wir mal die Karlsruhe zu treffen. Ja, und jetzt während der Ladezeit schaue ich schon wieder, wo ich jetzt, wer ist mein nächster Gegner, wen möchte ich am liebsten jetzt bekämpfen. Ja, ich fahre jetzt zurück und jetzt zeige ich zu den Schiffen, die da rechts von mir sind. Also ich habe praktisch den Schiffen, die rechts unten sind, habe ich jetzt die Möglichkeit gegeben, mir Breitseiten zu schießen. Aber auf der anderen Seite gebe ich halt jetzt denen da, zeige ich meine Breitseite. Und das habe ich also nicht gut gemacht. Also ich hätte einfach gerade weiter zurückfahren sollen. Ja, und ich werde jetzt auch hier böse getroffen. Aber wir leben ja noch. Wir heilen gerade. So, die Texas, die hat es jetzt schon erwischt. Da hinten ist eine Omaha, die auch schön rückwärts fährt. Ne, aber auf 14 Kilometer. Wenn meine RNG mitspielt, dann ist das gefährlich für die. Ja, da haben wir jetzt drei Zitadellen getroffen. Also das ist sehr schöne RNG gehabt. Und die Omaha ist schon weg. Ich konzentriere mich jetzt nochmal auf die Wyoming. Hier sagt sie wieder was, aber wer versteht denn das? Keine Ahnung, was das Madel jetzt von mir will. Ja, die Wyoming, die schießt auf mich. Und das war guter Schaden von der. Also, ich muss besser anwinkeln. Das war mein Fehler, dass die Wyoming mich überhaupt so treffen konnte. Ich habe irgendwie das Gefühl immer, wenn ich in meinem AP-Schiff sitze, dass es schwer ist, eine Wyoming Citadellen zu treffen. Ja, also irgendwie, die hat anscheinend eine gute Panzerung, wenn man sie mal trifft, oder die hat da einen Vertrag mit dem RNG-Gott, keine Ahnung. Also ich habe da immer Probleme, die zu zerstören. Aber versuchen wir es halt nochmal. Ja, jetzt bin ich eigentlich wieder schön sicher hier. Angewinkelt zu der Wyoming. Jetzt machen wir mal 10.000 Schaden. Immer noch keine Zitadelle, aber immerhin 10.000 Schaden gemacht an der. Und wir stehen mit dem Rücken zu den anderen Schiffen. Die haben aber auch andere Sorgen jetzt, weil da ist ja auch ein BB von uns da unten eingedrungen. Die versuchen die jetzt zu zerstören. Wir liegen leicht zurück. Na, Gott sei Dank. Die Nicholas, die ist rausgenommen. Und die Wyoming ist auch tot. Da hat unser anderer BB da geholfen, der leicht vor mir steht. Und jetzt stehe ich halt mit dem Rücken zum Gegner und jetzt müssen wir halt Vollgas geben und mal rumdrehen das Schiff. Und werden uns dann Richtung den Gegner da hinten bewegen. Also das Spiel ist eigentlich noch ausgeglichen und noch nicht gewonnen. Und da gibt es noch einiges zu tun. Durch die Karlsruhe zu treffen.
Ja, und ich drehe jetzt so, dass ich immer noch alle Kanonen auf dem Gegner habe. Ja, und da keine, ich lange warten muss, bis meine Türme gedreht haben, weil die drehen ja sehr langsam an den AHP-Schiffen. Ja, das sind natürlich große Entfernungen jetzt hier, 20 Kilometer auf dem Kreuzer, das ist schwer zu treffen. Beim Vorhalten, die fahren dann auch noch unterschiedliche Geschwindigkeiten, je Kreuzer. Und da gehört schon ein bisschen Glück dazu. Ja, ich habe ihn getroffen, aber 1000 Schaden nur gemacht. Also die Streuung ist da schon sehr hoch auf die Entfernung. Ja, aber jetzt geht's voll Gas Richtung Gegner. Und versuchen wir da hinten zu helfen. Wir liegen bei einem Schiff zurück. Im Augenblick sind wir am Verlieren. Aber ich muss ja erstmal in Stellung kommen, um da vorne was auszurichten. Eine New York. Ja, bei der New York weiß ich, die ist langsam. Ja, die fährt jetzt volle Geschwindigkeit. Zielt fleißig auf mich. Jetzt habe ich zwar nur zwei Türme, aber ich bin sicher, also die können mich jetzt da nicht so beschädigen, wie die gerne möchten. Und ich nutze natürlich meine hinteren Türme auch, wie man sieht, die sind ja geladen und schieße jetzt auf die Karlsruhe. Karlsruhe. Ja, die ist tot. Das haben wir erstmal ausgeglichen mit der Anzahl der Schiffe. Führen ganz leicht. Ich klicke jetzt hier auf die andere AP, weil der muss uns schon helfen, weil ganz alleine kann ich das nicht machen. Nehmen wir die AP Kongo vor. Und ich kann auch im Augenblick nur von der AP Kongo beschossen werden. Die zielt aber nicht auf mich. Ja, da habe ich den ersten beiden Türmen habe ich die Geschwindigkeit falsch eingeschätzt. Und mache jetzt zwei Zitadellen an der AP Kongo und halte den Berg zwischen mir und den anderen beiden Schiffen. Weil mit allen dreien auf einmal will ich mich jetzt nicht anlegen. Also volle Fahrt voraus, sie sollen mich nicht treffen können. Unsere andere APBB da hinten, der hängt permanent hinter einer Insel, also und kann nicht schießen. Das ist nicht gut gespielt. Ja, ich muss mich beeilen, sonst kommt mir die New York von hinten in den Nacken. Und wir haben ja eine Kamikaze R da. Ich hoffe, der Zermatt seine Torpedos darüber schickt. Also, immer nur noch ein Gegner. Ich bin gut angewinkelt zu dem. Und versuche jetzt die AP Kongo rauszunehmen. Wir sind schon auf der Base von denen, was uns natürlich Punktevorteile bringt. Ja, da habe ich nochmal gut getroffen. Unsere Kamikaze R hat da Torpedos hingeschickt. Durch den Rauch. Und dadurch, dass wir hinter dem Berg sind, sehen wir die jetzt nicht mehr. Aber er hat irgendwas getroffen. Ja, er hat die New York rausgenommen. Also wir führen mit einem Schiff jetzt, wir führen gut mit Punkten. Und ich darf einfach nicht sterben jetzt. Und muss sehen, dass ich da hinten die AP Kongo eventuell noch rausnehme. Die ist sehr, sehr angewinkelt. Da hinten ist noch ein Kreuzer auf der rechten Seite, wo ich jetzt hingucke, aber den sehe ich nicht. Ich vermute mal, der fährt auf unsere Base. Ja, da hinten. Ja, der kann auf mich schießen, aber der kann mir nicht viel tun. Ja, da hinten hat das Ende erreicht. Weiterfahren kann er nicht mehr. Ich nehme jetzt mal einen Turm von ihm raus und ich schaue, ob ich ihn rechts sehe, den Kreuzer. Nein. Und
Ich könnte mein Spottingflugzeug einsetzen, aber ich habe dann Probleme beim Zielen. Ja. Also mir ist das lieber, wenn ich jetzt da auf die Ape Kongo schieße, wenn ich da nicht da so am halben Bogen gucke. Ja, ich fahre jetzt wieder zurück. Er trifft mich auch ein bisschen, aber versenken kann er mich nicht. Er ist fast tot. Irgendwer kann doch mal auf dem Schießen da, die 600 Schaden da. Ja, alles muss man selber machen. Jetzt. Jetzt lebt er immer noch. Ich habe ihn zwar getroffen, aber keinen Schaden gemacht. So ist das halt. Aber er trifft mich auch nicht. Er hat das gleiche Problem wie ich. Ich sehe überhaupt nicht, dass der andere das da auf den schießt. Der andere Ape Kongo, der hat ja schon ausgemacht. Doch, jetzt schießt er auf ihn. Jetzt schauen wir mal. Der gehört mir. Jetzt sehen wir auch die St. Louis, die ist bei uns auf die Base drauf gefahren. Unsere Kamikaze R hat ihn gespottet. Und gewinnen kann er eigentlich nicht. Ja, ich versuche die St. Louis noch zu treffen, um da seinen Cup zurückzusetzen. Der fährt da ganz langsam. Ja, jetzt hält er sogar an. Ja, da geht alles daneben. Also ehrlich. Also das habe ich total falsch eingeschätzt. Aber wir haben jetzt fast gewonnen. Das Spiel ist fast vorbei. Jetzt 7 Zitadellen geschossen. Vielleicht kriegen wir jetzt noch eine auf die St. Louis. Das wird wahrscheinlich meine letzte Salve werden. Jetzt fährt der rückwärts. Hat der irgendwas für mich gelernt oder was? Schauen wir mal. Zitadelle gemacht, noch Konföderät, da freue ich mich natürlich drüber, ne? Ja, also wir haben jetzt gekappt, ich krieg auch keine Schale mehr raus, das Spiel ist gewonnen. Ja, ich schon. Hier habe ich jetzt 158.000 Schaden gemacht, drei Schiffe versenkt, High Kaliber Confederate, top auf der Liste mit 2000 Punkten. Also, das war schon ein gutes Spiel. Ja, habe die Kongo, die Omaha und die Karlsruhe versenkt, obwohl ich eigentlich viel daneben geschossen habe. Und ich hoffe, euch hat dieses Replay gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.